Willkommen zurück zu einer neuen Folge Save the Ages. Wir sind gerade voll dabei und mit an meiner Seite ist natürlich Sir Ewald. Guten Tag. Stirb, stirb. Kaputt. Ja, wir haben uns ja überlegt, nochmal eine Nacht hier in den Dark Biome zu bleiben. Genau, wir waren also aber gerade so ein bisschen in Trouble. Ja. Hilfe. Ah ja, Hilfe, du sagst es. Dass ich da nicht sterbe. So, stirb. Das ist ja hier gerade. So. Das ist ja gerade. Von allen Seiten kommen sie. War echt, ey. Guck von hinten. Ja. Da vorne ist so ein lustiges Vieh, damit wir noch mehr Schatz bekommen. Ja. Du müsstest mir gerade mal den Rücken frei halten. Einfach nur den Rücken frei halten, bitte. Ich sehe nichts, ich bin geblendet. Ja, ich auch nicht. Ich bin geblendet, so jetzt sehe ich wieder aus. Ja, ich noch nicht. Weißt du, wo. Alter, das ist gerade nicht schön. Was geht denn hier gerade ab? Du hast zwei Stück an der Backe. Ich weiß. So, zwei sind tot. Du bist da direkt. Oh, aua. Da ist ein Creeper. Siehst du wieder aus? Ja, ich sehe wieder was. Ich bin aber auch fast tot. Aber nein, ich sterbe nicht so schnell. So. Aua! Vorsicht, Creeper. Ja, ich hab's gesehen. Ui! Wo bist du? Hinter dir. Ah, da bist du. Hast du Schatz eingesammelt? Nee, keine Ahnung. Gott, komm her, mein Freund. Ah, die Schnauze voll hier. So. Oh, ich. Noch irgendjemand hier? Weiß ich nicht. Lass mal was essen. Hey, Rekka. Ist hier gerade voll Heidewitzka. Oh. Ich esse immer noch was. Wieder regeneriere. Ich schnappe mir mal gerade den nächsten. Von den Viechern da. Oh, ein Villager-Zombie. Hallo, Freund Nase. Und tschüss, Freund Nase. Ich habe gerade das technische Problem, dass ich kein Schwert mehr oder keine Waffe mehr habe. Das ist gerade schlecht. Ich habe hier nämlich gerade drei Stück am Arsch. So, einer weniger. Ich kann dir eine Axt geben. Jo. Hervorragend. So. Freund Nase, wo seid ihr? Na gut. Ah, na, lass die mal da hinten. Lass die mal da hinten. Ich hab's hier auf die Shadow-Monster abgesehen.
Oh Gottchen, Gottchen, Gottchen. So, da kommt der nächste. So, da sind doch nochmal zwei solcher Viecher. Ich habe aber glaube keine Schatz aufgesammelt vorhin. Hey, ich habe zwei volle aufgesammelt. Ich habe 3 Shards im Inventar. So. Genau, zu voll hier. Ich hoffe, dass die Nacht bald rum ist. Ja, ich auch. Hallo, mein Freund. Grüße, Skriberlein. Ah. Also, 1-2 von den Monstern könnten wir ruhig noch gebrauchen. Dass wir hier nicht mehr hell müssen. Ja, das stimmt, aber da es gerade hell wird. Seide. Ja, gut, der große Vorteil ist, die Viecher sterben nachts nicht. Tagsüber meine ich nicht. Entschuldigung, so, jetzt hab ich's. Okay. Die sterben nicht. Ich dachte, die verschwinden. Okay. Ah, ich hab noch eins. Halt mir mal den Rücken frei. Leichter klappt das. Na komm her, mein Freund. Ich hab grad 3 Zombies am Arsch. So, stirb! Stirb! Los. Mal kurz. Eureka! So, das hatten wir geschafft. Jetzt mal ganz kurz gucken, was wir jetzt so schön ist. Willst du die Ausbeute sehen? Ich hab grad gar nichts aufgesammelt, kann das sein? Willst du mal die Ausbeute sehen von heute Nacht? Müsste die alles gegeben haben, oder? Das ist die Ausbeute. 6 Stück. Ja, und klein. Die kann man auch noch gebrauchen. So, nichtsdestotrotz werde ich jetzt. Oh, das und da, das da. Nee, das brauche ich. So, ich sortiere gerade bei mir ein bisschen was in die Rucksäcke, die wir dabei haben. Brauchst du deinen Rucksack? Mein Rucksack, den habe ich in der Hand gerade. Achso. Gibst du mir mal alle. Oh, da unten ist Charts? Noch. Da ist noch ein Shadowfiend. Ui. Oh, ist kaputt gegangen. Oh. Auch kaputt gegangen, der Zombie. Tut mir aber leid. Nicht. So, Nehmen wir da noch ein bisschen Holz mit? Mein Freund, ja, das tun wir. Warte. Von oben nach unten abbauen. Ja, Achtung, bleib mal kurz stehen. Gib dir mal den Schattenstein noch. Achso, ja, warte. So, hier sind die 6 Schattensteine. Okay, das wird kein Schattenstein. Hey, meine Axt. So, hier. So, jetzt lass mich mal ganz kurz rechnen. 9 geteilt durch... rein theoretisch bräuchten wir... Warte, ich muss mich hochbauen. Rein theoretisch bräuchten wir eigentlich tatsächlich noch einen einzigen kleinen Shadow Gem. Dann hätten wir nämlich exakt 10 Shards. Noch eine Nacht. Will ich eigentlich nicht, ganz ehrlich. Da gehe ich lieber nochmal nachher nochmal hier hin. Ja. Beziehungsweise. Bitte. Es reicht. Sagen wir es so. Wir haben genug, es reicht. Und mindestens brauchen wir ja 7 Stück. Die haben wir definitiv, weil wir alleine schon 9 große haben. Also da haben wir schon ganz gute Arbeit geleistet. Als wäre ich hier fast runtergefallen. Ich nehme jetzt auch gerade nur so mit, wie ich jetzt an die
Holz drankommen, weil wir haben ja Setzlinge dabei. Ich mag das nicht, Bäume nur so abzubauen. Meine Axt ist kaputt. Ja, du kannst mit der Hand nicht abbauen. Deswegen sag ich ja, meine Axt ist kaputt. Die ist gerade kaputt gegangen. Du hast meine gute Axt. Ja, ich weiß, meine ist während dem Kampf. Meine ist im Kampf gefallen, meine Axt. Ich sammle mal das ganze Holz auf, was du hier. Genau, sammel du das Holz auf. Dann könnten wir uns tatsächlich auf den Rückweg gleich machen. Genau. So. Ich hatte die Hoffnung, dass wir noch so einen Salzsee irgendwie erwischen. Salz haben wir eigentlich vorerst. Ich habe 4 Stacks, glaube ich, eingesammelt vorhin. Du hast ja auch noch. Ja, genau. Ich habe auch noch einen halben Rucksack voll. Das Ärgerlichste nachher wird tatsächlich das Sortieren der ganzen Waren. Ja, da müssen wir dann ein paar Kisten bauen. Ja, und zwar schöne mit vernünftigem... Ich habe 2 Setzlinge hier gerade eben aufgesammelt. Ja. Also die Axt, die kann ich ja jetzt auch wegwerfen, weil sie ist ja kaputt. Nee, ja, hat nicht funktioniert. Noch brauchen wir sie nicht noch können wir sie nicht reparieren. Ja. Ach so, perfekt. Aber meine Axt geht gleich auch zu in die Brüche und ich kann das Baum hier nicht abbauen. Shift gedrückt halten und dann kann man die Axt auch in den Müll werfen. Ja. Ups. Wo ist die Kartoffel? Nee. Bei den ganzen Dreck hier aufsammeln, den Ewald hier fallen lässt. Oh, meine Axt ist kaputt. Ja, dann versuchen wir runterzukommen. Hallo, gar nicht so schwer. Läuft. Dann? Ja, ich sortiere mich gerade neu. Das. Ich habe 2 Setzlinge. Yay. Ich habe auch 2. Die Schwarz kommen da rein. Holz. Dahin, das kommt weg. Das kommt auch weg. Mein Bett habe ich hier. So, Rucksack aufziehen. Wo habe ich eigentlich einen Rucksack? Auf deinem Rücken. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe schon da hier irgendwie nirgends. Wenn du E drückst, hast du oben diesen Kreis, Baubels. Ach, stimmt, genau. Kannst du auch, genau. So, jetzt müssen wir zurück. Wo ist mein Floß? Genau, Floß brauchen wir. So, kommen wir hier. So, wenn du schlau bist, läufst du mir hinterher. Das ist natürlich sehr gut. Und da ich ja natürlich schlau bin. Gut. Dann haben wir nämlich hier das auch erledigt. Genau. Mit der Blume ja was anfangen. Bitte? Black Lotus, nehmen wir nur Black Lotus. Black Lotus ist schwarzer Farbstoff. Ah, okay. Haben wir bestimmt irgendwann mal gebraucht. Sind das diese Pilze? Welche Pilze? Nee. Es gibt eine Modifikation, ich weiß gerade nicht welche. Da wird einem schlecht, wenn man durch gewisse Pilze läuft. Okay. Vorsichtig, hier habe ich mich jetzt. So. So. Wie war das mit, wenn ich schlau bin, laufe ich hinterher? Ja, in dem Moment war das unschlau. So. Aber ich hatte hier noch was vergessen zu machen. Was denn? Ich wollte hier noch etwas schauen in dem Sumpf hier. Wir müssen nämlich nachher tatsächlich nochmal hierher. Okay. Das ist. Ich weiß, dass. Wir sind an so einem Zirkel schon vorbeigelaufen. So, ja. Nicht für später. Die brauchen wir gerade für eine Bordbeschwörung, kann das sein? Nee. Brauchen wir später für was anderes. Aber das ist schwer. Können wir die Knochen da abbauen? Achso, du wolltest die Knochen da abbauen, ne? Geht das? Ja, es geht tatsächlich. Knochenmehl kann man bestimmt immer mal gebrauchen.
Natürlich. Irgendwo schießt mich ein Skelett an. Wir müssen ja nicht alles abbauen, danke, wenn wir so ein paar mitnehmen. Ja, das ist schon wahr. Weil wenn wir schon hier sind. Ja, da hast du schon recht. Auch wenn es jetzt gegen dein gegen deine Prinzipien geht. Nee, meine Prinzipien gelten tatsächlich nur bei Bäumen. Ach so. Ich mag das nicht, wenn man nur so einen Baum so zur Hälfte abbaut. Das sieht nicht aus. Knorremehl ist ja auch Farbstoff. Nein. Nein? Nein. Hier kann man jetzt so sehen, wie man will. Ich glaube, weißen Farbstoff, er hat doch weißer Farbstoff. Den kann man aus Knochenmehl herstellen. Modifikation ist aber nicht normales Minecraft. Das darf man nicht vergessen. Müsste nochmal. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Müssen wir testen. Aber ich glaube, du hast dem recht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich hab jetzt dabei 36. Ja, ich mach den Stack hier gerade mal voll. Ups. Wird aber auch gleich schon dunkel. Das heißt, wir könnten einmal schlafen gleich. Dann bleiben wir gerade so lange hier. Ja, war jetzt auch so mein Gedanke. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ja. Das stimmt. Und dann haben wir vorerst genug, glaube ich. Ja, also ich habe den Stack. Ich jetzt gleich. So, ich jetzt. Eins der Knobenblöcke. Sogar mehr. Ja. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich arbeite dran. Nee, Knorremehl und weißer Farbstoff kann man immer gebrauchen. Nee, ist ja richtig. Können wir später wirklich ganz gut gebrauchen. Wollen wir weitergehen? Hast du deinen Floß? Ja, natürlich. Sehr gut. Weitermachen. Gut. Folgen Sie mir, junger Mann. Warst du da noch da? Hinter dir. Da, hier. Ja. Auch gleich einmal um diesen Berg hier herum. Wieso? Weil wir auf die andere Seite des Berges müssen. Und da sind wir da gar nicht gekommen? Weiß, ich will hier ein bisschen erkunden. Ach, wenn so. Wir schon so ein bisschen, weißt du? Ja. Ja. Oh, vorsichtig. Hol mal die Matte raus. Ja, meine Matte ist raus. Ich schlafe auch schon. Ich auch. So, wir sind jetzt endlich wieder zurück zu Hause. Home sweet home. Wir sind gesund und heil angekommen. Keiner ist gestorben. Welch Wunder. Jo. Ich bin dabei. So. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir so alles gefunden haben. Ja, ich habe meinen Rucksack hier schon abgestellt. Ja, ich hoffe, das ist so. So, ich habe. Oh Gott, das habe ich nie alles dabei. Pack das hier mal hier rein, so. Wollen wir unsere Rucksäcke mal sortieren? Ich bin gerade dabei, mal das reinzupacken, was ich so mitgebracht habe von der Reise. Ach so, okay. Ich habe sogar Cotton dabei. Ja, hervorragend. Und Cotton Seeds. Hervorragend. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass ich die mitgenommen habe. Das packe ich mal da rein. Ich habe einen Kopf dabei. Ein Kopf? Ein Deep School Head. Ui! Kann ich den anziehen? Nö. Braucht man nicht.
warte. Wo ist mein Loch? Wo ist mein Loch? Hier ist mein Loch. Da. Hast du, hast ja auch schöne Sachen dabei. Ja. Oh, schön viel Salz. Das stimmt. So. Ich hab hier auch Blagfleisch mit dem Knochen. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal Kisten noch und. Ja. Dass wir das nächste Upgrade kriegen. Und zwar das Deutsch Upgrade. So. Und zwar zu einer Primal Chest. Sehe ich das richtig? Das siehst du richtig. So. Du darfst klopfen. Oh Gott, was brauchen wir für eine Primal Chest? Gefärbtes Holz? Nein, das ist kein gefärbtes Holz, das ist das schwarze Darknet Oakwood Planks. Das schwarze Holz, was wir in den Darklands gefunden haben. Also das hier ist steht. Das. Hier, Ja, das Holz, das ist ganz normales Holz. Da kannst du eigentlich alle Formen von Holz nehmen, wie du willst. Ich hatte hier irgendwo auch einmal einen Crafting Rock. Yay! Woo! Yeah. Das nächste Update. Wenn du die jetzt mal platzierst. Einfach irgendwo hin, wir bauen die gleich nochmal um. So, zack, da. So, mach mal auf. Oh. Extrem viel Lagerplatz. Ja. Ganz viel. Ja, komm, wir machen mal Folgendes. Oh, du hast eine Axt, sehr gut. Ich hab immer noch keine. So. Und das. Oha, 1, 2, 3, 4. Das Rinde? Das ist Rinde. Da, nice. Genau, jetzt platzier die mal. Yay! Mehr Platz, yay! Noch mehr Platz. Ja, und zwar brauchen wir die für. Die Farbe gefällt mir nicht. Ja, die Farbe, Gottchen. Ach Gottchen, das bisschen Farbe. Meinst du, was mein Innenausstatter sagt zu der Farbe? Der rennt schreiend in den nächsten Piranha-Tümpel. Jo. Jo. So. So, ja, wir können jetzt unsere Lagertruhen dazu ausbauen. Oh, sogar Holzhopper sehe ich gerade. Aber ich habe eine andere Idee. Oha. Ewald hat eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar brauchen wir von den Kisten jetzt tatsächlich. Moment, lass mich zählen. 1, 2, 3, 4 Stück. Wir brauchen jetzt 4 solcher Kisten. Und zwar lässt die sich folgender machen. Erstmal craften wir diese ganz normale Kiste, die wir ja schon kennen. Diese lustigen Kisten, wo man ja hier hat, wo wir ja die ganze Zeit schon gearbeitet haben. Ja. Davon braucht man eine. Die legt man in die Mitte. Gib mir mal bitte das Holz, das du hast. Okay. So, Moment, ich will es eben abziehen. Weil wir brauchen diese Rinde ja ohne Ende. Deswegen ziehe ich immer die Rinde ab, wenn ich Holz arbeite. Dazu braucht man das Messer nochmal, gell? Genau. Ups. Auch unbedingt noch eine Axt wieder. Ja. Und Pappe. Zack, zack. Den können wir da hier auch nehmen. Ja. Doch. Tschüss. Guck mal links unten in den Chat. Deftech Ages ist bei mir gerade abgestürzt. Dann beenden wir hier die Folge. Jo, würde ich auch sagen. Also ich beende hier die Folge. Wir sehen uns dann wieder, wenn Ewald wieder den Weg zu uns findet. Ja, ich starte. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.